Guten Tag, Bormann, Lehrer in Berlin. Heute verteile ich wieder mal Links in meiner Beschreibung zu diesem Video. Und es gibt eine kleine Buchempfehlung, nämlich Paul Schreier, Chronik einer angekündigten Krise, wie ein Virus die Welt verändern konnte. Also Paul Schreier ist einer dieser Analysten, ich sage nicht Verschwörungstheoretiker, weil die andere Seite sieht halt anders aus. Da geht es darum, dass die Kritiker der Regierungen dieser Welt einfach mal den Verdacht haben, es gibt hier ein paar politische Intrigen aufzudecken. Da muss man ein paar Analysen anstellen und Paul Schreier macht es besonders gut. Und auf Seite 93 geht's los mit dem Planspiel zur Corona-Krise, das da tatsächlich stattgefunden hat. Und zwar heißt das Event 201. Ich lese jetzt einfach nur mal die erste Seite vor von diesem Kapitel und hoffe, Sie damit neugierig gemacht zu haben auf dieses Buch. Vielleicht stürzen Sie sich ja drauf, um die ganze Geschichte dann zu lesen. Also, Event 201. Corona-Krise als Planspiel. Das hat 2019 stattgefunden. Das Konzept von Clade X, das ist ein Planspiel davor, hatte sich derweil in den Kreisen der Reichen und Einflussreichen herumgesprochen. Als das Team von John Hopkins Center for Health Security im Anschluss eine noch größere, noch komplexere Nachfolgeübung konzipierte, kam die Oberliga der Sponsoren mit an Bord. Die Bill und Melinda Gates Foundation und das World Economic Forum, WEF. Das WEF, bekannt für seine alljährlichen Konferenzen im Schweizer Nobelort Davos, ist nach eigenen Worten ein Zusammenschluss der 1000 größten Konzerne der Welt, um eine bessere Zukunft zu formen. Spritze im Arsch und so wahrscheinlich. Ja? Das war jetzt ein Kommentar von mir. Dazu möchte man Konzern- und Staatschefs fortwährend miteinander ins Gespräch bringen, wobei man angeblich keine ideologischen und kommerziellen Interessen verfolge. Impf? Nicht kommerziell? Nicht ideologisch? Vielleicht. Den Kern der Organisation bilden die strategischen Partner, etwa 100 Konzerne, die besonders einflussreich sind und die die Ausrichtung, Ziele und Programme des World Economic Forums gemeinsam steuern. Dazu gehören beispielsweise die Allianz, BlackRock, BP, die Deutsche Bank, Facebook, die Gates Foundation, Goldman Sachs, Google, der Pharmakonzern Johnson & Johnson, Mastercard, PayPal, der Ölkonzern Saudi Aramco, Siemens oder auch der Medienkonzern Thomson Reuters, Besitzer der gleichnamigen Nachrichtenagentur. So, jetzt sind Sie bestimmt ganz neugierig, worum es in diesem Buch geht. Und genau das wollte ich ja auch. Da gibt es bestimmt ein paar Zusammenfassungen im Netz. Ich halte Ihnen das Buch hier nochmal in die Kamera, damit Sie auch sehen, wie es aussieht. Damit Sie im Buchhandel gleich ins richtige Regal greifen oder es auf irgendwelchen Internetportalen dann auch erkennen. Und ansonsten war es das für heute, oder? Wieder ein Haufen neuer Links in der Beschreibung zu diesem Video und diese Buchempfehlung. Event 201 heißt das Ding, ja, wo Sie auch mal nachschlagen können. Die Arbeit, die Paul Schreier sich gemacht hat, die können Sie sich natürlich auch selbst machen und recherchieren. Tschüss.